Rund 2 Stunden nach dem offiziellen Start des Showduvels startet eine andere Art von Umzug. Die Männer und Frauen der Abfallwirtschaft Braunschweig sind die Heinzelmännchen, die nach der großen Sause aufräumen. Stefan Hase fährt eine der 13 Kehrmaschinen, die Braunschweig wieder befahrbar machen sollen. Das Besondere ist daran, weil es einfach Spaß macht. Das ist immer jedes Jahr aufs Neue was Neues. Ne, es sind mehrere Leute da, die Zuschauer sind wieder anders drauf, Verkleidungen, die Motivwagen haben sich geändert, die uns entgegenkommen wieder schon jetzt. Das ist halt das, was ausmacht. Ich bin jetzt im 17. Jahr dabei, mache ich das jetzt, weil 17. Jahr im Karneval und das ist jedes Jahr neu. Die Straßenreiniger hängen sich an den letzten Wagen des Karnevalsumzugs. Der grobe Müll kommt in den Müllwagen, der Rest wird in die Gosse gefegt und von den Kehrmaschinen aufgenommen. An diesem Sonntag werden die Entsorger rund 13 Tonnen Müll einsammeln. Es ist mehr Müll geworden, ja. Dadurch, dass die Leute kaufen, ja, die bringen sich das alles mit, die Getränke. Die kaufen nicht mehr vor Ort, weil es halt teurer geworden ist, sondern die bringen sich die Getränke halt mit. Und das ist so, und dadurch wird es halt mehr Müll. Das ist ganz klar. Rund 5 Kilometer ist die Strecke des Showduvels lang. Überall liegt Unrat. Aber es gibt auch echte Hotspots, wie zum Beispiel den Altstadtmarkt. Ja, jetzt beginnt der ganz normale Wahnsinn. Es wird immer mehr Müll werden jetzt, wenn Essensreste dabei sind. Wenn man da mit der Handschuhe direkt in die Essensreste reinfasst, das ist schon eklig, ja. Aber gut, manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Ein großer Müllwagen, 13 Kehrmaschinen und 42 sogenannte Handreiniger sind an diesem Tag mit von der Partie. Und zwar alle freiwillig. An manchen Stellen arbeiten sie allerdings unter erschwerten Bedingungen. Hier sind die ganzen Leute, die Betrunkenen. Jetzt muss ich wirklich so meine Augen aufhalten, dass da mir keiner vor die Kehrmaschine springt oder läuft. Was auch schon passiert ist. Nebenbei baut das THW, wie man sieht, ja auch schon die Zäune alles ab. Die Absperrgitter und das ist natürlich für die Leute ein gefundenes Fressen, uns vor die Maschinen zu laufen. In der Innenstadt mischen sich die Feiernden mit dem Aufräumtrupp. Die Leute sind respektvoll, wie man hört. Die Leute sind respektvoll und manchmal auch dankbar. Es gibt auch mal so Momente, wo man mal vielleicht mal eine Flasche Wasser bekommt oder vielleicht mal ein Bollchen oder einen Lutscher. Weil wir ja im Prinzip deren Dreck, den die hier verursacht oder liegen gelassen haben, wegmachen. Und das hat gestern Abend bis 8 Uhr gedauert. Darauf nun ein letztes Brunswick Hello.